Ja. Da zählen die ja dann kein Gewicht, sondern Itemanzahl. Da passen dann 50 Items rein. Dann ist dann voll. Nein, das weiß ich nicht. Hier zählt ja halt Gewicht. Ist okay, aber das Gewicht bleibt immer noch dasselbe. Auch wenn es ein LKW packt, es wird ja nicht leichter, oder? Nee. Und wenn ich da nur 5000 mitnehmen kann und ich muss 1 Million für den LKW ausgeben. Da kann ich mir auch 3 Freunde suchen, die mit 3 Autos fahren und dann komme ich billiger weg. Wollte ich gerade sagen. Habe ich dann 6000 Platz. Richtig. Das ist ein bisschen doof. Gut, ich könnte natürlich jetzt auch 3 LKWs, dann hätte ich 15.000. Aber dann müsste ich auch 3 Millionen ausgeben. Ja. Wo sind die Schafe haben jetzt eigentlich nochmal? Waren die? Ich glaube, ich hätte hier gleich irgendwo abbiegen. Ich glaube, da vorne rechts, ne? Ja, noch hier vorbei und dann an so dem Feldweg Richtung Cannabisverarbeitung oder Feld. Bei ihm fällt. Da, ja, stimmt, hast recht. Wird auf die Schaffarm, ja, hast recht. Am Medic vorbei. Oh, da hat jemanden überfallen. Alles okay? Oh. Hallo. Hallo. Alles okay? Alles gut? Ja, alles sauber. Gut. Waffen können helfen wegen reparieren. Dann werden wir schon heute auch überfallen. Wir sind jetzt mittlerweile so viele Leute drauf, die nur negative Dinge machen. Ja, das stimmt. Da sind auch schon viele drauf. Warte mal. Ich glaube, wenigstens haben wir mal einen Spieler wieder gesehen. War es zur Bank. Ist zur Bank. Wo ist denn hier die Bank? Gibt es hier keine, wo man einzahlen kann? Doch, da gibt es eine. Das ist, glaube ich, bei der Garage. Da steht irgendwo so ein Geldautomat. Das weiß ich. Fahr mal links. Da kann man doch nicht einzahlen bei Geldautomaten. Doch, kannst du auch. Ich meine, da kannst du auch. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Dann fahr mal rechts. Dann müsste der gleich irgendwo müsste der kommen, entweder auf der linken oder auf der rechten Seite. Oh. Oh. Und nochmal ein Stückchen weiter. Ich glaube da vorne an der Ecke, an der Kreuzung, an der Ecke da, das steht der Geldautomat. Ich weiß nicht, ob man da jetzt auch einzahlen kann, muss man jetzt gucken. Auch schlau, ne? Da gegenüber ist so eine Bank, ne? Wie in Lakeside. Aber stellen da einen Automaten hin. Oh, oh. Danke, Eiko Keile. Eiko Keile. Kannst du einzahlen? Ja. Danke. Ich habe ja bald doch die 250. Meinst du, dass wir die noch kriegen heute? Noch zwei Stück. Wollte ich heute, aber auf jeden Fall die Tage. Oh. Klar. Jetzt wieder rechts, links, rechts, links, rechts, links. Na, ja, ein paar Kleinigkeiten, ne? Aber mal ja. Ja, ja. Aber ich spüre schon, dass wir gleich überfallen werden, weil einfach gerade so viel Hater hier drauf sind. Meinst du? Ja, wenn die Leute nach und nach hier überfallen werden, dann haben wir Leute denk nur... Denk dran, du hast eine Schusswaffe. Ja, super. Lass dich verteidigen. Lass dich verteidigen. Aber die kommen mit Sturmgewehren, oder willst du mit deiner Handfeuerwaffe? Ja, bam bam und so, peng peng peng, ablenken. Du musst sie nur in der Hand schießen. Oh, jetzt ein Stückchen geradeaus. Steht denn hier ein Schild? Das ist wieder so eine Postdienststelle, da so eine Hero-Mission. Ja, stimmt, so eine Hero-Mission. Eine Karma-Mission. Ja, die sind ja auch nicht nur Karma Plus, du kannst auch Karma Minus machen. Alter, ja. Die sind, manche Straßen, die sind echt gefährlich. Ja, hier vorne links.
Ah, diese Schießstände sind das da. Auch geil, eine Schaffarm. Ja. Ja, aber schwierig, es gibt ja keine Tiere als Skin. Liebe Zuschauer, willkommen auf der Schaffarm. Das ist Schießscharte. Ja, wenigstens. Ah, jetzt sind wir mir andauernd Dings angezeigt. Anzeigetafel. Ja. Oh, ich komme auf 5 Sekunden. Na gut, das geht aber noch. Immer der Karma, muss ich gucken. 3.366. Oh. 2 Karma. 2 Karma pro Schlachten. Nee, ich krieg ein. 3.67 habe ich jetzt. Ich habe jetzt... Ja, gut, kommt glaube ich darauf an, wie viel... Wie viel rauskommt? Ach so. Kann sein. Ja, aber ja, es gibt zwar Tiere, aber gibt es auch Tiere, die stehen bleiben? Weiß ich nicht. Und kannst du die Viecher dann auch zum Scripten nutzen? Das ist die Frage. Ja, aber man kann auch eine Farm hier hinstellen. Ja klar, man kann eine Farm hinstellen, aber ich würde auch, hätte auch was anderes genommen, dann so eine Kiste oder so, wo dann das Fleisch drin ist oder so, weißt du? Ja, wieso? Du kannst ja eine Farm hinstellen, wo Ziegen da rumlaufen oder Schafe und stellst eine Maschine rein, die das Schlachten simuliert sozusagen, ne? Ja, oder so. Oder eine Bank oder sowas. Aber wie gesagt, das ist ja nur einer, ne? Wir haben wahrscheinlich einfach, haben sie den Server so weit bearbeitet, dass sie ihn schon online stellen konnten. Ja, richtig. Und hoffen jetzt irgendwie auf Donations oder sowas. Ja, die kann man sagen, dass sie stehen bleiben und zum Schlachten nutzen. Okay. Er muss nur den Bewegungsbefehl rausnehmen. Ja, stimmt. Eigentlich, mit Menschen kannst du ja auch hinstellen. Dann kannst du auch ein Tier hinstellen. Wollte ich gerade sagen. Im Prinzip muss er einfach nur... Derselbe machen wie mit den Menschen, die die Lizenzen so verkaufen. Ja, richtig. Den Bewegungsbefehl. Ja, die Richtung einstellen, welche Richtung sie gucken sollen, stehen und was sie für eine Funktion haben. Richtig, genau. Dann könnt ihr so ein paar Schafe rumlaufen lassen und ein paar Schafe hinstellen, an denen man farmen kann. Jo, würde ich auch machen. Da muss ja nicht viele Tiere sein, nur 3-4, dass halt so eine Schaffarm ähnlich ist. Ja, zu viele Tiere kosten wahrscheinlich auch wieder Ressourcen. Ohne die Jagen habe ich überlegt auch reinzumachen, aber das ist dann hier eine Map, die zu klein für noch zu viel zusätzliche Berufe ist. Das ist ein Hase. Man kann hier jetzt nicht noch Jagdsystem mit reinmachen, da müssen wir auch verschiedene Tiere anbieten. Ja, das stimmt. Und... Es würde sich nicht lohnen, wenn man da... Ja, was soll ich meinen? Ja. Boys. Oh, das dauert dann aber... Noch mehr Berufe reinmacht. Dann braucht man schon eine ordentlich große... Ja, nicht, vielleicht nicht so groß wie alt ist, so ein Ding dazwischen. Zwischen Lakeside, Dialekt, ne? Lakeside und Altes. Ja, Altes, so. Weil wenn du zu viele neue Sachen drauf machst, dann hast du natürlich auch viele Probleme. Ja, das stimmt. Das ist klar. Der DMW ist schön leicht. Gott geht, ne? Also noch bin ich nicht voll und ich habe jetzt gerade Stufe 2 erreicht. So, jetzt bin ich voll. Das habe ich. 100 Stück habe ich mitbekommen. Trotzdem die Schlachterei damit? Ja klar, Fleischverarbeitung oder so, ne? Aber passt eine Menge ins Auto rein. Eieieiei. Alter, hör auf dich hinzuschmeißen. Ah. Wie sieht's denn aus mit dem Karma? Lohnt sich das doch? Naja, ich hab schon fast 100 gemacht. Ja. Alles geht. Ist eigentlich relativ einfach zu scannen, weil das halt nur 2,5 Sekunden braucht, ne? Na gut, vielleicht kriegt man da noch ein paar Euro zusammen.
Das stimmt. Ja, kannst du eine Menge auf jeden Fall ins Auto packen, ne? Ja, das stimmt, was. Es gibt Server, die haben Crafting, ja, das stimmt. Da kannst du Waffen und so craften, auch Fahrzeuge. Häuser bauen muss man können. So, dass man ja, man kann nicht Häuser bauen, aber man kann Häuser dann mieten oder kaufen. Ja, aber selber bauen wir doch auch gut, wenn man Nein, sich Zement zusammensammeln muss. Ja, aber das ist Material. Alles, das ist nicht so einfach. Nee, das ist ein. Und vor allen Dingen ist das Problem, wenn die Leute erlaubt es zu bauen, bauen sie auch mitten auf der Straße. Ja, mit Baugenehmigung und abgesperrten Bereichen und sowas kannst du ja die Straße sperren als Baugebiet. Du kannst das so machen. Vielleicht kannst du das so machen, dass man den Leuten eine Stadt hinbaut, wo aber keine Häuser stehen, wo sie sich dann aber selber was bauen können, wenn sie Material reinschütten. Zum Beispiel. Sich da einen Bauplatz kaufen. Zum Beispiel, das wäre doch auch mal was. Einfach eine leere Karte. Nein, das ist dann wieder Programmieren auf hohem Niveau, wo du auch erstmal gucken musst, wie das funktioniert. Das wäre wirklich eine gute Idee. Der Anzeigetafel ist schon echt nervig. Ja, ist sie auch schon. Das stimmt. Ja, gibt ja auch Autotuning. Ne? Es gibt Server, die haben, wo du ein Auto kaufst. Da kannst du dann noch ein bisschen verbessern und ein paar Skins drauf machen. Und das bleibt dann auch so. Anstatt immer so wie hier, wo jedes Mal Überraschung, neue Farbe. Olli, wie weit bist du? Noch nicht ganz 200. Ja, ja, wenn man das nur für eine Base konnte, dann kannst du mit Sicherheit auch mit anderen Plätzen machen. Man dann so eine, so wie hier, wo so eine große leere Fläche ist, mit den Straßen eine Stadt abzeichnet, die halt noch gefüllt werden muss. Mit Zäunen kannst du ja schon mal die Baugebiete eingrenzen. Und dann mit verschiedenen Preisklassen pro Grundstück und dann im Haus, was dann da entsteht. Da muss man mal gucken. Ja, hier, die hast du ja gesehen, die Gangversteck, da steht auch nur eine Kiste, ein Schrottauto und noch eine Kiste. Ja. Ja, richtig. Und nicht mal eine Basis oder so. Gar nichts. So Militärgelände. Ein paar Satzsäcke rein und rundherum und noch oder so. Das wäre ja doch cool gewesen oder so, ne? Aber einfach nur eine Kiste. Ja, muss ich mal gucken, da heißt, ich habe viel zu tun, viel zu lesen, viel zu ausprobieren. Auf den Server neu installieren und fluchen. Ja, und fluchen und fluchen und fluchen. Vor allen Dingen fluchen. Und vor allen Dingen nicht zu vergessen fluchen. Glaube ich jetzt an Karma 2781. Boah, das dauert noch. Das dauert noch. Mit dem Kammersystem hat ja auch seine Vor- und Nachteile, ne? Eine Art ist schön, es verzögert alles ein bisschen, aber ist auch sehr langweilig. Dauer. Ja. Aber kann man machen. Aber fluchen ist das Allerwichtigste. Ja, fluchen. Ohne fluchen kann man nicht programmieren, das geht nicht. Olli, wo bleibst du? Noch 54.
Ja, aber man kann es doch auch eleganter lösen. Ja, kann man. Die Startberufe halt nicht mit so viel zu hohem Geld ausstatten. Und die Fahrzeuge nicht so voll machen lassen. Ach, wenn du überlegst. Aber muss man wirklich 15 Sekunden jetzt an der Kohle-Ding stehen? 15 Sekunden ist zu lang. Dafür ist das Zeug ja schon so schwer ist. Kann man ja eh nur 17 abbauen. Bei Kupfer meinst du? Ja, Kupfer, Eisen. Eisen ist wahrscheinlich noch schwerer, kriegst du noch weniger raus. Das kann sein, ja. Das hat alles Vor- und Nachteile. Alles Vor- und Nachteile. Ja. Ist ja nicht das Schlechtes, ne? Sag nur, man muss ein bisschen modifizieren. Ja, schlecht muss es ja alles nicht sein. Ne, das ist ja klar. Ah, Auto voll. Oh. Jo. Ah, wenn wir die Scheiße auf den Boden kippen, das dauert ja ewig. Die 100 ja. Mal auf den Boden gelegt habe. Und Wasserflaschen auf dem Boden. Gute Sache da drin. Alter. Alter, so. Alter, nee. Alter, wirklich ewig. Du kannst ja auch nichts aus deinem Inventar zerstören, ne? Auch schwierig. Du kannst auch nicht alles auf einmal rausziehen. Du kannst es immer nur einzeln alle rausziehen. Das ist auch so nervig. Nein, das geht nicht mit den Pfeilen. Das geht nur, wenn ein Auto, wenn du ein Auto angewählt hast. Ja, das geht nur bei Autos, das ist das Problem. Da, Land in sich, kein Fahrzeug in der Mitte des Bildschirms. Ganz lustige Sprüche, aber das geht nicht. Das ist eine Wasserflasche irgendwie nicht. Ja, außer, das war aus Versehen. Das ist genau das, was wir gerade meinten. Muss ich 100 Mal hier auf meine rechte Maus klicken. Komm, ich höre ein Auto. Das ist ein Helikopter. Ach, hast recht. Waren die heute wieder Rundflüge hier, die Polizisten hier oder was? Wer weiß. 3598 km, das dauert ja noch. Ich habe noch nicht mal 3000. Habe ich ja schon so. Ich habe noch nicht mal 3000. Also wieso hast du 3500? Weil ich nicht ganz so faul bin wie ihr. Kann ja nicht sein. Du blödes Stück Scheiße, du. Faul, Alter. Das hab ich gehört. Weißt du, geht mit seinem Chef essen oder gibt vor zu essen, weißt du, und sagt, wir sind faul. Von den Koschinski-Brüdern wurde von zwei LKWs beschlagnahmt, André. Alter, drei. Wahrscheinlich haben sie Kokain oder so gemacht. Boah. Drei LKWs beschlagnahmt, verdammt. Hier. Alter, was haben die gemacht? Ja, Drogen wahrscheinlich. Vier LKWs voll mit Drogen. Sechs
Ja, ihr müsst mal eine ganze Nacht Pfirsiche machen, bis ihr kotzt. Du hast gesehen, die haben gerade 6 LKWs von den Kuschinskis beschlagen haben. Ja. 7, 8. Die haben bestimmt voll 8. Die Drogen gemacht, Kokain oder so. Egal, auf jeden Fall irgendwas Illegales. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Was geht denn da ab? Alter, was geht denn da ab, Olli? Die sind ja nur am Beschlagnahmen heute. Haben die alle Langeweile? Die Cops wieder am Dissen heute. Die haben schlechte Laune, die haben keinen Kaffee und Donuts mehr bekommen. Zum Donuts machen wir also nur im Kreis fahren. Weiß nicht, sind bei 60 Spielern hängen 30 Cops online, oder? Ja, also viele Cops gibt ja gar nicht, glaub ich, gar nicht mehr auf den Server. Lass das 15 Uniformierte und 10 Zivile sein. Ey, ich hab eine neue Geschäftsidee. Lass uns einen Kaffee- und Donutladen aufmachen. Ja, nee. Wie kommst du jetzt auf die Idee? Das ist mit dir nicht ganz sauber. Packt doch nicht für die Cops noch was zu essen und so. Und wahrscheinlich im Keller dann noch Drogen, Labor. Am besten aber gesalzene Preise für die Cops. Schon wieder der Heli hier, oder was? Ja, Los. Heli höre ich beim Kopf aber auch. Los Diablos ist ja nicht weit weg und da ist ja Krankenwagen, alles an großen Sachen. Das stimmt. Oh, da wird noch viel Wasser den Berg runterfließen, bis ich die 4000 Karma hab. Ja, Haschkeks. Komm, wir nehmen Haschkeks als Beruf. Ja, genau, Haschkekse machen. Nur als Weiterverarbeitung von Marihuana, wenn man es fertig hat. Ja, so ungefähr. Haschkekse. Oder ja, Haschdonuts oder irgendwas, was in Quebec waren, die dann halt nicht so auffallen. Oh, sie haben den ganzen Wagen voll Donuts. Schön. Ja. Dabei sind es alles Haschdonuts. Oder die Cops dann geben die Haschdonuts. Ja, als sie dann benommen sind. Biefahrbekifft können gar nicht sein. Sind sie vielleicht bekifft? Was, ich hab nur Donuts gegessen. Probieren Sie mal einen hier. Boah, noch nicht mal 3000. Oder wenn man die Drogen in Thunfisch verstecken könnte.
Lecker. Geil, dann esse ich den Thunfisch. Boah, schon wieder leer machen, ey. Muss ich auch schon wieder machen. Leer machen. Immer die Taschen, ey. So wenig Fleisch, beziehungsweise so viel Fleisch, dass du ganz schwer viel rauszupacken. Ja, gibt auch keine Taste, mit der man das beschleunigen kann. Ey, irgendwie nicht. Genau, das ist die Marinade, das muss so. Das ist die Füllung. Cannabiscreme-Füllung. Kannst du in Chicago verkaufen, das ist ja jetzt Cannabis legal. Kräuterstreusel. Kräuterstreusel. Ja, Kräuterstreusel, ja. Rein vegetarisch. Alles. Du nicht bei dir so viel Wasser unter der Füße. Schmeiß hier immer irgendeine hin. Die Urinfläche vom Autofahren, ne? Ja. Du hältst sie nie an. Ich habe auch eine Stahlblase. Ich brauche nur einmal am Tag pullern. Oh ja, du. Aber deshalb verschwindest du ja auch immer für eine halbe Stunde, wenn du mal auf Klo bist. Ja, wo ist das dann? Da haben sich 6 Liter angesammelt, die müssen jetzt mal raus. Ja, ja. Na, ich hole mir nochmal eben Kaffee. Ich teste schon wieder los, dann ist er auch wieder eine halbe Stunde AFK. Er füllt die Blase wieder nach. Wieder da. Wie? Und hallo AFG. Hallöchen. Hallöchen, hallöchen. Wie, fängst du jetzt schon das Ding an hier, oder? Moin, was? Ich sag jetzt wieder nichts. Wieso sagst du nix? Sonst kommt wieder sowas raus wie gestern. Was kommt denn da raus wie gestern? Was war denn gestern? Der hat ADF gesagt. Uns geht's ganz gut, AFG, und selbst? Stufe 3. Ja, super. Nein. Auch gleich. Länger als Stufe 3, du. Jeder hat das schon auf dem Stream hier.
schon bei 20 Skillpunkte weiter als ich. Du warst die ganze Zeit vor mir, wie geht das denn? Du bist zwar, ich bin bei 247, du bist bestimmt schon bei 270. Wie muss ja? Nein, muss nicht. Oh, noch 10. Ja, muss ja, hört sich immer so an, als wenn es einem irgendwie so ein bisschen schlecht geht. Was ist wieder Inventar voll? Da werden ja jetzt immer mehr, ich kriege ja schon 4 bis 6 raus. Ja, ja. Geht es immer schneller voll. Das ist ja Wahnsinn. Bei 2,5 Sekunden. Aber bei den Äpfeln kriegst du nur maximal 5 raus, ne? Boah, das ist voll. Bescheuert. Verdrehte Logik schon wieder. Was hast du denn bei Stufe 6? 10. Bei einer Sekunde. Ja, so ungefähr. Alter. Ist der Wahnsinn. Bam, 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 badadada, bam, 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 rohes Fleisch, boah, das dauert. Warum geht das nicht mit den Pfeilen? Das verstehe ich allerdings auch nicht. Warum das nicht geht. Und wo ist meine Marihuana-Lizenz? Ich weiß nicht, wo deine Marihuana-Lizenz ist. Vielleicht hatten die Cops, die das abgenommen, obwohl du diese Strafe zahlen musstest. Ich geb den gleich. Die haben gesagt, die nehmen mir die Böse, du meinst... Ja, wir brauchen 4K Karma, richtig? Die habe ich bei Weitem noch nicht. Ich bin ja gerade mal bei 3.1. 3.887, gleich geschafft. Ja, dann kannst du ja erstmal Eisen sammeln. Also gleich Fleisch verarbeiten. Ja, Fleisch verarbeiten. Ein bisschen Taschengeld machen. Kannst du dann ja losfahren und dann kann Olli mich nachher einsacken. Komm dir als nächstes hierher. Olli, nicht labern, schürfen. Olli! Ich mach ja. Seh zu, das kann ich alles bei dir im Stream sehen. Aha. Aha. Ja, ich höre und sehe euch auch im Stream. Kann gar nicht sein. Hier, Olli hier, Olli hier. Er hat hier wieder einen an der, ne? An der Rübe hier, so. Dreht wieder voll ab. Ja. Bitte das. Inventar voll. Ruf mal beim Sanitätsdienst an, sagt er, ist ein geistig Verwirrter an. Ja, ja. Kupfermine. Nee, ist klar, ja, ja. hallo, Polizei, mir nix, da ist ein geistig Verwirrter an Kupfermine. Der redet die ganze Zeit von irgendwelchen Skillpunkten. In welchem Leben steckt der Junge? Na, ich spiele hier auf meinem geilen 45 Euro Smartphone. Ja, auch gut. Also sind so 45 Euro getötet, da kannst du nicht viel taugen. Siehst du? Was in Indien bringen sie jetzt ein Smartphone raus, was 3 Euro kostet. Echt? Ja. Was muss das denn für ein Smartphone sein? Damit kann man telefonieren, das ist okay. Nein, das soll sogar relativ gut sein, aber bei denen geht es halt um die Masse. Ja gut, da gibt es auch schon ein paar mehr als in Deutschland, ne? In Deutschland kriegst du das, glaube ich, für 9 Euro oder so. Auch nicht schlecht. Aber das dauert, bis in Deutschland noch kommt. Erstmal ist das exklusiv für Indien. Dann bestelle ich mir halt aus Indien. Mit Portogebühr von 50 Euro. Aber du wartest 4 Wochen. Ja, oder so. Und dann bleibt da so ein Zoll hängen. Mal so ungefähr. Ich hab's gleich geschafft. 3, 9, 7, 40. Boah, das ist... Ja, wer weiß, ob das denn Touch hat, das Smartphone. Vielleicht ist es ja so eine indische Touchweise. Um zu tanzen, da musst deine Befehle reintanzen. Befehle reintanzen, ja genau. So wie so ein Waldorfschüler, ja, so wie Olli. Was? Wo ist der Regen hin? Hallo? Der Regen ist weg. Er hat doch gerade noch geregnet, wo ist er hin? Wie aus Eimern. Aber wie?
Ich sehe das ist Wahnsinn. Plötzlich hört es auf zu regnen. Als wenn einer am Wasserhahn gedreht hätte. Ja, wahrscheinlich. So ein kurzer Schauer. Ein kurzer, kräftiger Schauer. Jetzt bin ich ganz nass. Ich auch. Was machen wir jetzt? Wir legen uns auf den Boden und kugeln uns ein bisschen rum. Cool. Essen und trinken muss ich auch schon wieder. Olli fährt gerade Auto, das sehe ich. Woran siehst du das? Und ein Lenkrad auf der 3. Ah, derzeit ist bei mir irgendwie weg, keine Ahnung, wo die hin ist. Ja, manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. 4010, Olli, 4010 Karma. Olli, fahr vorsichtig, nicht, dass du wieder stirbst. Fahr vorsichtig, nicht, dass du wieder stirbst, ne? Ja, wenn, dann wollen wir das sehen. Wir wollen dich sterben sehen, wir wollen dich sterben sehen. Ich parke einfach den Escalade auf der Straße, der fährt da bestimmt rein. Und sicher. Die Waffenhändler, die haben doch bestimmt einen Flammenwerfer, damit ich damit anzünden kann. Nein, haben die nicht. Na, Andreas, gehört die Anzeige halt nur der Gruppenführer. Aber ich hab die ja auch nicht immer. Ich hab die auch nicht immer. Manchmal hab ich sie, manchmal hab ich sie nicht. Aber die bringen doch mal Wasser mit und Jerky. Schon wieder? Er ist nur jetzt auf Nase, ne? Entschuldigung, bring mir keins mit, ich fahr gleich selber, so. Hab ich schon 4000 Karma. Nein, ich mach schon. Für mich auch bitte, Olli. Und ein Ei. Schokoladenarschcreme. Alter, schon wieder Inventar. Aber ich bin der Gangleader. Ich hab gefälligst die Anzeige zu haben. Alter, das ist doch der Überraschungsei. Oh ja, bitte. Und bring von dem Steakhouse bitte noch ein Steak mit. Danke. Ach so, je nachdem, wer zuerst eingeloggt ist. Ah, okay. Das gehört, André, musst du immer vor mir einloggen. Dann hast du immer die Anzeige. Oh Gott. Schaffe ich ja nicht. Du loggst ja schon morgens ein. Das kann gar nicht sein. Bevor du zur Arbeit gehst. Gar nicht wahr. Hör auf, immer so einen Mist zu erzählen. Ich gehe mir um 5:30 morgens schon auf die Klöten. Morgens 5:30, da muss ich auch unterwegs zur Arbeit sein. Ich habe keine Zeit, mich einzuloggen. Na, jetzt wieder. Ja, vorher aber auch nicht. Vorher war ich auch nicht morgens um 5:30 schon da. Nee, Entschuldigung, das war 6. Einmal. Das wird mir ein Leben lang vorenthalten. Ehrlich, du bist aber ganz schön nah dran, Junge. Ja, ich hab ja sonst nichts in meinem Leben. Ich weiß nicht. So, ich hab jetzt, können wir jetzt aufhören? Du kannst doch schon losfahren. Oh ne, alleine will ich nicht, da verfahre ich mich nur. Mir fehlen noch 700 Karma. Das dauert aber, weil man kriegt nur so 70, 80 Karma und dann ist das Inventar voll. Ja, richtig, genau. Aber mein Inventar ist bestimmt gleich schon wieder voll. Ich bin gerade mal bei 333. Ich bin bei 338, ist es bis schon Auto, wieder so weit. Auto! Auto! Oh nee. Bestimmt so eine rosa Klitschkarre wieder. So ein rosa, ekliges rosa Auto. Wer fährt denn das rosa Mobil da? Aber wir können auch das Auto noch verknallen, André. Genau. Stimmt. Passt doch.
Meine Güte. Oh, die liegt wieder also auf dem Boden. Schon im Kofferraum, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Können wir auch im Kofferraum lassen. Nehmt euch, haltet die Schnauze, fresst und sauft. Ja, fresst und sauft, das Fressen und Saufen geht auf mich. Yeah, unser Chef gibt uns Essen aus. Hey. Apropos, da drüben sind Ziegen, Olli. Vielleicht kriegst du da mehr Karma-Punkte. Auf der anderen Straßenseite, 3 Stück. Habe schon versucht zu überfahren, aber das geht nicht. So geht das nicht. Nee, da fährst du einfach durch. Oh. Also, da hätte man ja wenigstens einen Unfall bauen können, ne? Ja, ne? Wildunfall. Hallo Polizei, wir haben einen Wildunfall in der Nähe vom Marihuana-Feld. Ja. Beim Kiffen ist uns ein Schaf reingelaufen. Ich melde, beim Kiffen ist uns ein Schaf reingelaufen. Beim Kiffen auf dem Weg zu den Kokainfeldern. Ja, erst Marihuana einen durchgedreht und dann ab zu den Kokainfeldern. Ja. Der Polizei oder den Medics, wenn du sagst, ja, ich habe bei den Kokainfeldern einen Unfall gebaut. Ja, was, ne? Ich wollte nur mal gucken, wie das geht. Ich wollte mich ein bisschen schlau über den Beruf des Kokainmachers machen. Schlau machen. Das Arbeitsamt hat mich hergeschickt wie heißt das? Berufsinformationszentrum? Ja. Ungefähr. Wieso tun die Cops sich jetzt gegenseitig tasern? Ja, das kann ich nicht. Soll ich ein Praktikum machen? Hab ich auch gerade, warum die sich gegenseitig tasern, die Cops. In denen ist langweilig. Und das gibt da bestimmt keine Strafe, ne? Aber bei André wäre das schon wieder Mord. Eine übertriebene Gewalt wäre das wieder. Ja, wäre übertriebene Gewalt an Mitspielern. Ja, genau. Warum tasern sie ihren Kumpel? Ich sag, weil ihr Bock drauf habt. Er steht auf den Scheiß. Er steht da drauf. Ja, allein schon. Wenn er könnte, würde er hier nur in Lederklamotten rumlaufen. Toll, jetzt machen wir wenigstens Fleisch, keine Äpfel. Haben wir schon mal weiterentwickelt. Ja, das ist schon mal eine Evolution. Evolution! Braucht man hier Werkzeug auf Level 3? Nein, bisher noch nicht. Nicht, dass wir uns noch ein Messer kaufen. Kettensäge brauchen wir gleich. Ja. Ja, wir haben jetzt in Minecraft so einen Crusher, da kannst du die Tiere reinschmeißen. Ja, super. Was kommt die fallen dann oben rein. Ja, da kommt alles Normale raus, weil die Tiere so droppen. Aber halt werden sie halt in so ein Mahlwerk geschüttet. Hans-Joachim Koschinski wurde von Timothy King verhaftet. Respekt, hat die Polizei mal mich nein verhaftet? Schon wieder. Die Cops sind irgendwie Sternejäger heute, hab ich das Gefühl hier. Ja. Ich glaube auch. Erstmal haben die da 20 Fahrzeuge beschlagnahmt und jetzt eine Verhaftung nach der anderen oder was? Die müssen aber Kokain ja, gemacht haben oder so. Wir können hier die ganze Nacht ordentlich Koks machen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich fahr schon mal vor, wir kommen nach. Ah, 500 Karma noch. Dann hab ich jetzt 4199. Ach, Alter. Dauert ja ewig, bis ich da mal bei euch rankomme wieder. Dabei habe ich nichts gemacht. Ich weiß nicht, warum du so viel Karma hast. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht wird Schönheit auch mit Karma belohnt. Aha. Meistens bis 10 in der Woche, weil alle morgen wieder arbeiten müssen. Ja, richtig. Also 10 ist Server-Neustart und dann hören wir meistens auch auf. Ja. Aber Freitag. Freitag machen wir endlos Stream, also Ende offen und dann am Samstag auch nochmal. Ist ja schon bald wieder soweit. Morgen ist ja schon wieder Mittwoch. Was? Morgen ist Donnerstag? Nein, morgen ist Mittwoch. Ja, gut, weil du aufpasst. Mach keinen Scheiß, das hatte ich heute mit dem Arbeitsplan. Nee, mach keinen Scheiß. Der hing doch schon für Mittwoch, da stand dasselbe drauf wie gestern wie heute. Echt? Hast du schon Schreck gekriegt?
Allerdings. Dazu setzt du einen Tag im LKW gesessen, oder? Nee, aber ich saß heute nicht auf meinem LKW und das passt mir gar nicht. Oh, wo war denn dein LKW? Na, der war mit der anderen Truppe unterwegs. Was? Oh. Ihr habt doch feste LKWs, haben sie falschen genommen. Es gibt keine festen LKWs. Was? Das ist doof. Wir machen. Bei uns war immer feste LKWs. Hat sich jeder an die Gewohnheiten des Fahrzeugs gewöhnt, die Fahrer. Ja gut, die Fahrzeuge sind immer auf derselben Tour, aber die Besatzung ändert sich ständig. Ja, das ist scheiße. Zumindest der Fahrer sollte immer auf derselben Tour sein. Das ist ja nicht immer, ne, dieselbe Tour. Die müssen ja jeden Tag woanders hin. Ja, ja, nur. Das ist trotzdem immer die gleiche Tour. Das halt jeden Tag woanders, aber alle vier Wochen wiederholt sich das ja. Wollte ich gerade sagen, irgendwann hast du die ganzen Touren auch im Kopf drin, ne? Morgen ist Hightag. Hightag. Kleiner Hai. Dum, 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 dum. Sei dabei, sei hart. Was machst du da hin, Komiker? Was machst du da? Der packt mir bestimmt Drogen im Kofferraum und ruft die Bullen. In der Regel fangen wir so gegen 18 Uhr an. Kann auch mal ein paar Minuten später sein, aber so in der Regel versuchen wir eigentlich immer so ab 18 Uhr online zu sein. In der Regel haben wir rote Bärte. Du hast einen roten Bart. Ja, du hast früher nicht. Nee. Hallo. Ich glaube daran, dass dein Staubsauger seine Regel noch nicht hat. Ich habe eine Ziege überfahren. Echt? Mit meinem Auto. Bist du ja schuld. Nimm mir vielleicht deine Karre. Ich mag kein Blut an meinem Auto. Ja, da fällt es aber nicht auf, das ist Ero. ja, wirklich I. Schäm dich, Olli. Olli! Was? Du musst ein Schaf überfahren. Eine Ziege, Auto, Entschuldigung. Dein Auto ist voll. Wie? Dein Auto ist voll mit frohem Fleisch. Ja, und vorne an der Stoßstange lebt auch noch welches. Noch 400 Punkte, André. 400 Karma-Punkte. Oh, ich hab gleich 4,5. Was ist bei 400? Ja, dann habe ich meine 4000 voll. Echt jetzt? Ja. Du kriegst ja mehr, je höher du deinen Beruf hier hast. Ich hab nicht so viel wie dir. Ich hab erst 3,6 jetzt. Ich bin auch bei 3,6 jetzt. Ich bin gleich bei 4,5. Da hört auf immer hier rumzulullern hier. Ich bin bald schon bei Stufe 4. Ja. Das Auspacken geht einfach auf den Sack hier. Ja, ach was. Wenn die Cops es anhalten, was sagen wir dann? Das ist Menschenfleisch, ne? Ja. So. Menschenfleisch. Kannibalismus. Was haben sie denn auf dem Wagen? Ey, was haben sie denn im Wagen? Das ist alles Schildkrötenfleisch. Nee, wird da dran stehen. Das wissen die doch nicht. Arsch. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich überhaupt noch so viele Schafe, die man schlachten kann, oder? Anscheinend ja. Inventar ist voll. Die werden endlos nachgewachsen hier, die wachsen nur im Sekundentakt. So, okay. Das ist wie die Kanickel. Wir ziehen die direkt aus dem Drieger. Ja. direkt rein. Schwanger wird gar nicht auf Geburt gewartet, gleich rausziehen. Ja, ein schwanger Schaf zählt doppelt. Ja. Und wenn du 6 kriegst, hast du einen 6-Ling getötet, ne? Aber du hast genau. Recht, je höher der Beruf ist, desto mehr Karma kriegst du. Dann können wir gleich das 6000 durchmachen.
Ich denk mal auch, dass du im Prinzip so viel Karma kriegst, wie du Fleisch bekommst. Dann nachher. Vorher habe ich ja immer 1 bis 2 gekriegt und jetzt kommen ja schon mehr. Ach ja. Schönes Wetter heute, ne? Ist doch schönes Wetter. Schönes Wetter heute. Regnet, Olli guckt auf den Boden, wird gewittert. Blitz und Donner. Schön, ne? Ist schön. Also, schön, gefällt mir. Ist schön. Jetzt guckt Olli nicht mehr in der Kiste. Nee, jetzt guckt er nur auf den Boden. Hier gibt's keine Kisten. Du sollst Kisten kaufen. Und wo sollst du die hinstellen? Ich weiß ja nicht. Gibt ja kein Haus in hier. Da hab ich ihn aber Passwort geschützt. Da kannst du in der Ecke suchen, kannst du dann aus den Kisten ja ein Haus bauen. Jo, ein Haus aus Kisten.